Das Georgium ist Teil des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches, das Ende des 18. Jahrhunderts vom Fürsten Franz von Anhalt und seinem Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf angelegt wurde. Es sind die ersten englischen Landschaftsgärten auf dem europäischen Festland. Und in diesen Gärten gibt es verschiedene Kleinarchitekturen. Künstliche Ruinen, kleine Tempel, Pavillons. Und mit diesen Kleinarchitekturen hat Erdmannsdorf den Klassizismus in Deutschland begründet. Das heißt, wir haben hier die modernsten Gärten ihrer Zeit mit den modernsten Gebäuden ihrer Zeit. Gropius, der wollte diese Moderne aus dem 18. Jahrhundert seine Idee von moderner Architektur gegenübersetzen und hat die Meisterhäuser quasi wie Staffagebauten in das Gartenreich hineinbauen lassen.